So, Leute, wir sind wieder da. Advance Wars geht weiter. Nachdem wir ja beim letzten Mal Advance Wars Dual Strike, die Advance-Kampagne, abgeschlossen haben, machen wir heute bei Advance Wars 2 weiter. Der next schwierigeren Advance-Kampagne, wobei ich sagen muss, dass die von Dual Strike nicht wirklich schwierig war. Da will ich mal ganz ehrlich sein. Und, ja. Ich spiele hier übrigens auf demselben Spielstand weiter, auf dem ich das letzte Advance Wars 2 LP beendet habe. Das heißt, wir haben hier die Kampagne schon abgeschlossen. Das müssen wir ja auch gemacht haben, damit wir das hier machen können. Jetzt haben wir hier ein tolles Advance-Symbol drauf. Und da können wir jetzt auch ein neues Spiel starten. Und das machen wir gleich. Und weil wir die Story ja eh schon wieder kennen, werde ich die mal wieder... kurz schleunigen. So. Das kennen wir ja alle schon. Wer es nicht kennt, der soll sich bitte das LP zur normalen Kampagne anschauen. Da gehe ich wesentlich mehr auf die Story ein. So. Okay, wir sind hier mal wieder in Orange Star auf unserer guten altbekannten World Map. Ah ja, irgendwie habe ich es sehr vermisst. Die allererste Mission wird hier in der Advance-Kampagne übrigens gleich weggelassen. Die erste Mission fängt eigentlich mit der zweiten Mission an. Klingt komisch, ist aber so. Und wie ihr seht, wir haben auch gleich eine wesentlich größere Startarmee als in der normalen Kampagne noch. Wir haben sogar zwei Kopter. Das finde ich sehr schön. So, erstmal Zanys Stärken wieder ausnutzen. Dann... in dieser Mission geht es einfach nur darum, diese Brücke zu verteidigen. So. Die Kopter taktisch gut platzieren. Dann lassen wir unseren guten Helmut mal wieder kommen. Wir spielen ab hier übrigens, wie man auch gesehen hat, wieder auf Deutsch weiter. Ich hatte nur etwas gegen die deutsche Übersetzung von Advance Wars Dual Strike. Das war alles. So. Da ist fertig besetzt. Na dann. Feuer! Alten Helmut wieder schön auf den Sack gehen. So, jetzt haben wir einen Kampfpanzer auf einer Stadt stehen, zwei Fernwaffen dahinter, die ihn gut covern. Was will man mehr? So. Wo stellt man den am besten hin? Erstmal hier hin. Bisschen scouten, was da kommt. Und ach ja, wir haben ab der ersten Mission Direktgaben zur Verfügung. Möchte ich hier an dieser Stelle auch mal gleich mal anmerken. So. Den Jagdpanzer lassen wir hier erstmal ein bisschen ausruhen. Dann. Einmal hier ein bisschen was abschießen. Einmal hier ein bisschen was abschießen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Flak-Einheiten er hat, deswegen halte ich meine Kopter mal ein bisschen zurück, bis ich sicher bin, dass alle weg sind. So.
Da kommt er angerückt mit seiner ganzen Armee. Viel bringen wird ihm das aber auch nicht. Eine Gabel wieder blinken. Das ist doch sehr schön. Die laden sich hier zwar wesentlich langsamer auf als jetzt wieder noch ein Dual Strike, aber ach, damit haben wir eigentlich kein großes Problem. So. Ja, kommt ja nichts ran, ne? Okay. Wir lassen ihn einfach schön kommen. Moment mal. Hier ist der, okay. Ich würde gern den Kampfpanzer da hinten noch ein bisschen abschießen, wenn ich an den überhaupt rankomme. Na, komme ich eh nicht. Na dann. Schieß mal doch wenigstens die Jagdpanzer ab. So. Okay, da steht doch wirklich ein Speer im Wald. Kommt er mit seiner Brachialgewalt. Gute alte Helmut. Da hat er jetzt aber Glück mit meinem Kopter hier. Das funktioniert mit Sammy immer noch am besten. Der gute Alte, ich schieß mit meiner Mechanheit deine ganzen Fahrzeuge ab. So. Anscheinend hat er keine Flak-Einheiten mehr, weil sonst wären die schon längst rausgekommen und hätten meine Helikopter abgeschossen. Muss auch immer gleich übertreiben da hinten. Muss man halt seinen Kampfpanzer noch rausködern. So, die Mech-Einheit verstecke ich da hinten mal, bevor er mir die auch noch abschießt.
Huch, da hinten hat er sogar noch eine Flak. Die repariert er aber gerade. Kann sein, dass er die jetzt nicht mehr davon wegzieht. Ja, solange er sie repariert, zieht er sie da nicht weg. Aber gut zu wissen, dass er noch eine hat. Mit dem hier den abschießen. Die Flak kommt hier an nix ran. Was macht jetzt eigentlich mehr Schaden? Du machst 58 und du machst 56. Unglaublich, die Mech-Einheit macht mehr Schaden als der Kampfpanzer. Wo schreiben wir denn das hin? Ob ich das schon wagen kann? 3 HP, wenn er zurückhaut, macht er maximal 4 Schaden. Und er macht auch die 4 Schaden. Oh, eine super. Das finde ich ja echt super. Und die joinen wir mal. Da kommt noch mal ein Barbarenschlag. Ach, er hat sogar noch, ach komm. Den kriegst du jetzt. Der hat dann noch eine Artillerie irgendwo stehen, aber ich habe jetzt keine Lust, die noch irgendwo zu suchen. Ich besetze jetzt sein Hauptquartier. Zumindest wenn ich dazu komme. Aber das sollte kein Problem sein. Und heute machen wir das wieder besonders stylisch mit der 1 HP Infanterie. In dem Fall Mech-Einheit. So. Und besetzen. So. Hätte es ein bisschen schneller machen können, aber ein S-Rang ist ein S-Rang. So. Dann schauen wir hier gleich mal weiter. Ach ja, das ist dieses Level, das hasse ich. Es ist nicht sonderlich schwer, aber es ist verdammt nervig. Wir spielen hier eine Runde mit Max gegen Helmut und wir haben hier eine Ground Sea Map und prinzipiell sind wir ziemlich am Arsch wegen diesem Laser hier. Der versaut mir nämlich mein ganzes Spiel hier. Meine Taktik ist hier relativ simpel, ich versuche diesen Hafen hier zu besetzen
werde von hier aus ein paar Kampfpanzer und Infanterieeinheiten bauen und sein Hauptquartier stürmen. Das ist meine Standardtaktik für dieses Level. Und dazu brauche ich zuallererst einen APC. Hier abstellen, Infanterie und noch eine Infanterie. Es gibt auch eine Alternativtaktik, mit der kann man in diesem Level auch versuchen, da hinten diese Basis zu besetzen, nachdem man den Laser hier irgendwie kaputt bekommen hat. Was mit Max als Co. übrigens ganz schön schwer ist, wegen der geschwächten Fernwaffen, weil man hier mit Nahkampfwaffen nicht mal rankommt. Und von dieser Basis aus versuchen, sich hier über den ganzen Weg bis zu Helmut durchzukämpfen. Allerdings ist Max für so enge Sachen relativ ungeeignet. Deswegen bevorzuge ich hier einen kleinen Landebootüberfall. So. Dann bauen wir hier schon mal den ersten Jagdpanzer. Hier sollte ich die Infanterie nicht ablassen. Moment, 1, 2, 3, das passt. Okay, dann kann ich nächste Runde anfangen, den Hafen da hinten zu besetzen. Und Helmut lassen wir in der Zwischenzeit ruhig mal dahinter gehen. Kümmert mich nicht wirklich, was der macht. Kriegen wir das hin? Moment mal, wie viel Geld kriege ich denn am Tag momentan? Nee, ich baue jetzt mal keinen Kampfpanzer. Ich werde noch einen bauen, aber noch nicht jetzt. So, jetzt kriege ich 6.000 am Tag. Nächste Runde habe ich dann 27.000, wenn ich einen Kampfpanzer baue. In dieser Runde noch, dann sind es 16.000 weniger, dann sind es 11.000. Das ist mir genau ein Tausender zu wenig, weil ich das Landeboot so schnell wie möglich brauche. Dann bauen wir hier jetzt das Landeboot und sind damit auch schon wieder fertig. Oh Gott, der hat schon Raketenwerfer da stehen. Das kommt nicht ganz so gut.
hoffen, dass der Raketenwerfer weg ist, bis ich dort hinten lande. Aber gut, sieht eigentlich stark danach aus. Ein Kampfpanzer hat er dann mit in Reichweite. So aus, als könnte ich noch ein bisschen mehr Infanterie gebrauchen noch. Okay, das ist sehr schön, dass du den jetzt dahin bewegt hast. Zuallererst müssen da mal ein paar Kampfpanzer rüber, damit die das Gelände sichern können. Sehr schön, er bewegt seinen Raketenwerfer weiter. Die Kampfpanzer sind an Land. Jetzt kann's losgehen. Das einzige Problem, das ich jetzt vielleicht habe, ist, dass ich ihn vielleicht noch in einer Runde mehr als ein paar Einheiten kaputt schießen muss. Mal schauen, was sich da machen lässt. Willst du nicht mehr bauen als diese eine Artillerie? Ich werde sie jetzt mal andamagen, aber kaputt schießen werde ich sie noch nicht. Oder? Den werde ich auch mal anschießen, einfach mal damit ein bisschen Schaden noch da ist. Ich lasse ihn jetzt ruhig noch ein paar Einheiten da hinten bauen. Einfach damit ich noch mehr zum Kaputtmachen habe. Damit ich meinen Powerscore noch krieg. Sehr schön, er hat noch einen Kampfpanzer gebaut. Normalerweise würde ich sowas zwar jetzt nicht so toll finden, aber... jetzt hier mal ganz kurz den auf Warten stellen und hier ganz kurz noch einmal anschießen, damit er nicht zu viel HP kriegt nächste Runde.
So, hat er noch was gebaut? Einen Jagdpanzer, das ist sehr schön. Drin. Ja gut, auch wenn ich den Power Score jetzt nicht ganz krieg. Mir soll es egal sein. Eine kleine Gabe geht doch noch. Einmal mal wieder Jagdpanzer one-hitten können, das ist so schön. Moment, hier mal 83, was kriegen wir hier zusammen? 81, okay. Das ist also ziemlich egal, mit was ich da drauf schieße. So. Dann blockiere ich ihm die beiden Basen mal, damit er von dort aus nichts mehr baut. Da kommt er sogar noch mit einer Super. Bringt ihm bloß gar nichts, weil er nichts irgendwo auch nur halbwegs in der Reichweite hat, als dass er mich angreifen könnte. Ich produziere jetzt noch zwei Infanterieeinheiten und besetze ein Hauptquartier. So. Das hat sogar gereicht für einen S-Rang.